Ihr Lieben, hier ist ein alter Bahnhof mit einem Gleis, das aber auch nach 30 Metern oder so wieder endet. Das habe ich mir auserkoren, das hier so schön verlassen, obwohl dahinter sind auch nochmal Bahnschienen. Das ist hier wohl so ein alter, das letzte Überbleibsel unseres Schwesinger Bahnhofs. Ganz in der Nähe von Husum. Ich versuche mich gerade aus den toxischen Energien da aus Husum, na, Harmon, zu befreien. Habe einen schweren Rucksack, sowohl als auch. Die Frage hatten wir ja schon mal, fällt mir gerade ein, oder ich, in mir drin. Ja, und jetzt werde ich erstmal mein Gepäck ablegen und hier ein Päuschen machen. Bin erschöpft, bin schon ein gutes Stück rausgefahren aus Husum. Bin körperlich nicht gut aufgestellt, von daher. Ich habe gerade starke körperliche und seelische Einschränkungen daher. Ich habe ja eine Struktur in der Woche und heute ist der Tag für die Erdung. Ich bin wieder draußen und ich fahre raus aus Husum, weiter weg. Ich wollte mich zu Hause erholen, aber meine Wohnung war in dem Moment nachher nicht mehr bewohnbar. Ich musste die Wohnung verlassen. Einer meiner Nachbarn ist wiedergekommen und hat Besuch mitgebracht. Ich hoffe, dass ich nachher Ruhe habe. Ansonsten, so wie das ist, darf ich draußen schlafen. Ich weiß das noch nicht. Also ich bereite mich innerlich darauf vor oder bin eigentlich schon darauf eingestellt. Ich habe das oft genug mitgemacht, immer raus zu müssen. Ja, und ich habe da auf jeden Fall ein paar Plätze, die ich aufsuchen kann. Ich bin da im Vertrauen und das für mich gesorgt, dass wenn ich hier jetzt hingehöre, das wird mich irgendwie erden und raus. Und hier ist gerade so ein schönes Fleckchen. Mag ich. Genau mein Ding. Und ich muss natürlich hier ein bisschen klettern. Ich habe kein Stativ. Und die Zeit möchte ich natürlich alleine genießen, ohne Handy, denn ich möchte auch runterkommen in Digital Detox. Die Woche war wirklich sehr anstrengend für mich. Und niedrig schwingende Kommentare und so, die mich erreicht haben. Ich spüre die Energie hinter den Menschen, das kommt an, das trifft mein Herz. Und das Maximum ist erreicht und jetzt ist, ich habe da meine Mechanismen, ich habe mir das hart erarbeitet. Und jetzt Samstag ist für mich Tag der Erdung. Geht mindestens in den Wald. Und da war ich sogar schon, jetzt ist der nächste Wald dran. Das ist voll schön hier. Ich mag das. Schön, ich habe noch ein gutes Stück vor mir. Ich könnte mir vorstellen, noch so 10 Kilometer. Und nachher der Rückweg. Willenskraft. Also, ich musste auch lange rätseln, warum das alles so ist, warum die Menschen mich da nicht sehen können. Und es liegt einfach daran, ich habe es nämlich mit 12 Jahren abgespeichert, weil so richtig, wann das begann, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Aber mit 4 habe ich mit dem Sport angefangen und es ging dann bis 16. Leichtathletik, Leistungssport, Langläufer, Willenskraft. Da musste ich immer durchbeißen. Und ich habe das ein Leben lang nicht abgelegt, um das zu bedienen, was man von mir gefordert hat, um zu funktionieren. Und ich funktioniere nicht mehr. Ich kann nicht mehr so sein wie ihr. Ich kann das einfach nicht mehr. Oder wie viele da draußen. Ja. So wie man funktionieren muss. Also körperliche Kräfte am Ende, ich habe kaum Kraft, den Arm hochzuhalten, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so schief. Das ist dann so ein Effekt des Körpers. Ja, deswegen Willenskraft, die trägt mich durch. Ich hätte gerne vorhin geschlafen im Bett und den ganzen Tag durchgeratzt. Das sei mir aber wohl heute wieder nicht gegönnt und draußen ging der Laubbläser los und der Psychoteirock war perfekt. Und für mich gab es dann nur noch raus. Ich muss raus. Keine Chance. Erster Zufluchtsort, Milchschäder Tannen, hatte ich ein super nettes Gespräch. Habe mir noch Fliegenpilze mitgenommen, 2 Schirme. Die will ich zu Hause trocknen. Für meine Seelenarbeit. Da muss ich bald ran. Habe die ganze Woche mich davon ferngehalten, war gar nicht dafür. Ne? Also es ist ja eine Sache von Set und Setting. Also die Gegebenheiten sollten schon stimmen, um sowas durchzuziehen. Ne? Aber vor allen Dingen das Innere, ne? Man soll klar sein, vertrauen, ohne irgendwie Widerstand zu haben. Also in der Angst soll man die Finger von lassen. Schon das ist der richtige Moment, dann geht's los. Ja, können wir dann erstmal drüber reden. Ich kann das nur empfehlen, Natur heilt und da sehe ich das auch wieder. Ich habe das so lange in meinem Leben nicht gekannt, das ist erst seit kurzer Zeit bei mir und
hat so viel geöffnet, noch mal ein Stück weiter, und ich bin jetzt wieder verbunden, und das lässt mich auch bis heute durchhalten. Und ich möchte leben und nicht überleben. Und daher, ich mache die Dinge, die mir gut tun, die mich heilen, die meinen Trauma heilen. Ich habe das schon jahrelang bewiesen, wie man in die goldene Mitte kommt auf meinen Kanälen. Und war auch lange Zeit gefühlt gesund und war nur in der funktionierenden Welt da draußen. Halt, da komme ich an meine Grenzen. Super schnell schon allein. Wenn ein bisschen Bürokratie anfängt, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Und ich gebe mir größte Mühe, das zu verstehen. Nur irgendwann kommt man an seine Grenzen und dann passiert das, was passiert. Das ist alles bis heute. Alle Hilfe, die ich erbeten und erschrien habe in der Not, die wurde nicht gehört. Also ich verstehe das nicht, warum die sich nicht melden. Doch, ich weiß es schon. Angst, Schuldgefühle, Scham. Braucht ihr nicht haben. Braucht ihr alle nicht haben. Das Herz ist wichtig. Und die Angst verliert man, wenn man möglichst barfuß in die Natur geht. Schuldgefühle, indem man erkennt, dass sie Illusionen sind. Und dass es nur darum geht, ein besserer Mensch zu sein, umzukehren und einfach es ab jetzt anders zu machen. Und beim Herzen, wenn das alles nicht funktioniert, geht es um die Herzthemen. Das Herz ist verstopft. Der Kopf ist voll, kein Raum für lange Gespräche, lange Unterhaltung und längere Aufmerksamkeit, jemandem zuzuhören. Oder die Energie, die aus dem Munde kommt. Und bisher kam da noch nichts Schönes. Jedenfalls nichts Würdigendes, Berücksichtigendes, Taktvolles, Empathievolles, was mir gezeigt hat, man versteht mich, sieht, wo ich stehe und wo ich Hilfe brauche. Oder was ich von Menschen möchte. So sieht's aus. So kommt man ins Bewusstsein. Ja, und das wird mich hier durchziehen. Und ich werde stärker und stärker, ich komme zurück. Stärke bedeutet ein starkes Herz. In dem Fall. Ich kann nicht mehr halten. Ich kann nicht mehr halten. Ich wollte noch was Schönes filmen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch online kriege. Keine Ahnung. Ansonsten nächste Woche. Ich weiß, viele machen sich Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ich bin stark. Ich kenne meine Grenzen, meine Strukturen. Und ich habe jetzt, wo ich das Fenster gesehen habe, genug Kraft zu tragen, haben. Auch wenn mich das Universum da reingeschubst hat, habe ich genug Kraft, das zu tragen, das jetzt durchzuziehen. Egal wie viel mir dann gegenfliegt. Und ich werde das in Schmetterlinge und lüftliche Herzen und alles visuell vor mir transformieren. Und werde ganz viel Liebe zurückschicken und einen kleinen Feenstaub hinterher. Und dass ihr da hoffentlich ja ein wenig von abbekommt, sofern ihr offen dazu seid. Oh, ein gutes Zeichen. In den Hunde bellen bin ich immer auf einem guten Weg. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, ich kriege immer so verschiedene Spiegel. Hund, Katze. Also, wenn eine Katze dich anfaucht, dann hast du ein Licht in deinen Augen. Die sehen das, was bei dir denn los ist, wo du stehst. Das ist ein perfekter Abgleich. Also, wer Katzen nicht mag, ich empfehle da, ins Innere zu gucken. Das wird sich ändern. Das sind fabelhafte Wesen. Und Hunde haben so viel auf einer anderen Seite zu bieten, die ist echt der Hammer. Also beide Seiten haben was für sich. Es gibt da so eine Polarität, das habe ich einfach erkannt. Ihr kennt das so alles, Katzenmensch, Hundemensch, so, ne? Hört sich so spaltend an. Aber so in diesen ganzen Naturgefüge, da habe ich erfahren, dass uns alle Tiere was widerspiegeln. Ich bin jetzt bei der Libelle gelandet und dem Eichhörnchen wieder. Mega gut. Gute Zeichen von Mutter Natur und naja, ihr kennt ja meine Geschichte. Ich liebe alle. Bin mal raus. Tschüss, ich genieße jetzt hier erstmal eine Pause. Jetzt habe ich hier nochmal so ein Plätzchen aufgesucht. Ein Stückchen weiter, 3 Kilometer. Und es ging bergauf, bergab. Ich habe das voll vergessen, wie anstrengend das ist. Und dennoch in meiner jetzigen Situation, da vorne steht das Fahrrad. Das ist dieses Willenskraftding. Ich habe mir das selber gespiegelt in diesem Video. Ich übernehme mich gerade, aber das Ding ist halt, ich bin in einer Zwangssituation. Was würdet ihr meiner Nacht? Das könnt ihr gar nicht nachvollziehen. Diese Frage habe ich nicht gestellt. Ich will keine Tipps und Ratschläge. Wo wäre ich nur ohne meine Engelchen, die um mich herum sind und mich beschützen?
Ach so, by the way, weil die Frage auch schon aufkam. Es gibt Menschen, die mir zuhören, die mich unterstützen für die Seele, wenn es drauf ankommt. Die sind da. Die nehmen mir auch, wenn ich mal hochgehe oder so, das überhaupt nicht krumm. Kostet zwar Energie, die sie mir schenken, wofür ich unfassbar dankbar bin. Aber noch mehr zeigt mir das, dass sie wissen, worauf das ankommt. Gerade letzte Nacht wieder erlebt. Da gab es echt eine schwierige Situation nach dem Stream. Da hat mir dann jemand geholfen. Und dann hatten wir auch was zu klären. Und dann haben wir währenddessen gemerkt, loslassen, umarmen, Herzportal. Und schon hat sich die Sache erledigt. Ne? Muss sich nur einander sehen und der Rest ist Illusion. Ja, in mir steckt viel. Ich traue mich nicht zu weinen, weil dieser Heilprozess, Traumaverarbeitung, Traumaarbeit kostet unfassbar viel Körperkraft. Und das muss ich die Woche die ganze Zeit machen. Ich habe sehr viel geweint und es geht auf den Körper. Und ihr wisst ja, was ich sonst erlebt habe. Und ich habe noch ohne Ende Videos und Streams gemacht, mal so nebenbei. Mir blieb nichts anderes übrig. Verteidigung sofort, Schritt nach vorne. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich wünschte, ich hätte das vermeiden können. Das hätte mir auch sehr viel Kraft gespart. Denn ich war auf einem echt guten Weg. Aber es ist, ich war kurz davor, zurückzukehren in den Garten. Ich war so weit, auch wenn ich Menschen da noch nicht begegnen wollte. Und das hätte ich nicht ausgehalten. Also wenn ich bestimmten Menschen begegne, werde ich posttraumatisch belastet. Da kommt alles wieder hoch, was ich da erlebt habe persönlich. Und das Risiko gehe ich ein, sobald ich die Schrebergartenkolonie betrete, in der ich bin. Und somit kann ich da nicht hin. Das ist mein Problem. Und ich habe noch keinen gefunden, der an meiner Seite steht und mit mir da reingeht und mich beschützt. Weil ich funktioniere nicht nach Termin. Ich funktioniere nicht oft. Wenn die anderen dann Zeit haben und die Kraft haben, dann liege ich am Boden. Also es braucht jemanden wohl auf meiner Schwingung oder jemanden, den ich kenne. Ich habe da auch schon ein paar im Auge, die ich mal fragen wollte. Vielleicht mich zu begleiten seelisch und falls wer was von mir will, auch klar zu machen, der Mann braucht Ruhe. Hört mal auf den Mann. Und genau, das ist, diese Dilemma habe ich. Also ich kann da nicht hin, da nicht hin. Ich weiß gar nicht mehr, was gerade das Thema war. Oh, kann den nicht mehr halten. Ich habe den Faden verloren. Ich habe über das Trauma geredet und jetzt geht wieder so eine Hand durch meinen Kopf durch. Also gefühlt Gottes Hand und befreit mich von dem Leid und dem Schmerz und ich habe keinen Zugriff mehr zu dem, wo ich gerade war. Nur irgendwas noch mit Garten. Es geht komplett, es wird mir gerade aus dem Kopf gezogen. Vielen Dank. Also ich danke dem, dass es aus meinem Kopf gezogen wird. Also ich hatte dieses Jahr, so wie letztes Jahr, ich bezeichne es als Schlaganfallsymptome, dafür verhauen mich ja immer alle, ich kann nicht zum Arzt gehen, ich kann das nicht überprüfen, ich war im Januar los und wollte das überprüfen. Ich hatte leider eine Neurologin vor mir, die mir leider nicht zuhören konnte und ich habe dann auch ganz konkret und klar gesagt, wie waren meine Worte. Ich habe sie gestoppt, ich habe ihr gesagt, halt, sie hat auch Grenzen überschritten, ich habe ihr gesagt, sie nein und sie hat trotzdem weitergemacht. Und sie hat mich ständig unterbrochen und so weiter und mir nicht zugehört. Ich hatte auch einen Zettel, einen ganz wichtigen, weil ich mich selber sowieso schwer verständigen konnte an sich. Aber ich habe es beim zweiten Termin dann hingekriegt. Beim ersten war ich ausgeliefert, beim zweiten auch die Person, die dabei war und mir helfen wollte, von wegen, Alter, der wollte mein Gehirn bearbeiten. Also soziopathisch habe ich es voll abgekriegt. Die wollen alle mein Gehirn bearbeiten und mich verändern und mich erziehen und alles, also echt krank. Das war heftig. Also von zwei absoluten heftigen Narzissten muss ich mich rausziehen. Die sind so heftig weit gegangen. Also das ist eigentlich das, was man aus Filmen kennt. Oder Psychopathen. Richtig krass. So, aber ich sehe immer das Gute im Menschen. Ich musste mich abgrenzen und mich von den Menschen entfernen. Aber der Erste, der mir helfen sollte, hat mega Schaden angerichtet. Und ich habe vorher mit jemandem, der mich betreut hat im Januar, Anfang Januar, hat ja auch damit zu tun, einen Zettel vollgeschrieben, weil ich halt Beeinträchtigungen hatte, weil ich in solchen Situationen nicht funktioniere. Und durch den Zettel, den ich hinlege, hat der Mensch sich das in Ruhe durchlesen können und wüsste ganz genau, wer da vor einem sitzt,
Ich habe auch Schwerbehinderung, alles kommuniziert. Auf dem Zettel stand alles drauf. Mir wurde der Zettel zugeschoben. Man hat sich nicht für den Zettel interessiert. Und der Mann neben mir, der hatte nicht Interesse für mich zu handeln, sondern in seinem eigenen Interesse. Das ging davor los und das ging danach weiter. Somit ist das zerbrochen da. Ich konnte dem nicht nachgehen. Und ganz ehrlich, ich habe das nur gemacht, um mich endlich vor euch ausweisen zu können, weil eure Welt nur so funktioniert. Die meisten brauchen irgendwelche Beweise. Aber ich stehe zu den Schlaganfällen, das sind drei an der Zahl. Und ich habe diese Woche wieder Symptome davon. Es darf nicht noch mehr passieren. Ich hatte jetzt schon zwei Tage, an denen ich kurz davor war, den Gehstock zu brauchen, weil der Körper nicht mehr kann. Und der Kopf, es gibt so Sachen, der Stock erdet mich dann auch, der hilft mir auf unterschiedlichste Art und Weise, dann da durchzukommen. Und der Kopf hat einfach ein paar Probleme, die ich diese Woche bemerke, weil die Einschläge zu doll waren. Das eine ging zwei Tage, ging wieder weg. Heute habe ich irgendwas gemerkt. Was war das? Ah, ich weiß. Ja. Aber es spielt keine Rolle, welche Symptome. Ich sage nur, wie das ist. Es ist ein bisschen was wiedergekehrt. Es sind also gesundheitlich definitiv Rückschritte. Auf der Ebene, was den Kopf angeht, das ist aber okay. Ich habe ja gerade kommuniziert vorhin, wie ich die Sachen angehe. Ich habe eine klare Struktur. Ich habe Menschen um mich herum, die mir im Seelenleid zuhören. Helfen direkt leider nicht. Es geht auch nur auf Entfernung, weil die halt nicht hier wohnen. Bei mir direkt. Eine ist zu Besuch, die hat aber selber gerade viel, viel um die Ohren. Da sei ganz viel Liebe und Heilung hingeschickt. Da sind auch echt krasse Herausforderungen, echt heftig, die ganzen persönlichen Schicksale. Aber echt stark, muss ich sagen. Hat ein großes Herz. Habe ich auch eine Umarmung gekriegt. Das tat mal gut. Das tat so gut. Das tat so gut. Vielen Dank nochmal, falls du das hörst. Ja, und somit geht nach hinten raus. Bin ich überall stabil und strukturell aufgestellt, um das zu meistern, was vor mir liegt. Ja, jemand, der, falls jemand mir da irgendwas anderes antexten will, ihr schadet meiner Gesundheit, hört auf, mich zu belehren und zu beraten, zu meinen, zu wissen, was für mich gut sein soll für meinen weiteren Weg. Bitte bewertet mich nicht, lasst das los. Ihr könnt nur falsch liegen. Ich gehöre zu einer, das habe ich ja nur mal rausgefunden. Bei den Autisten ist es so, dass es 0,5-2%, glaube ich, sind der Gesellschaft. War das nicht irgendwie so? Egal, ich habe irgendwas über mich rausgefunden. Ich habe jetzt nicht einen Zugriff auf ein Gedächtnis. Ach so, Gedächtnisausfall habe ich schon wieder. Da legt sich was rüber. Genau, da habe ich das gemerkt. Vorhin auch. Ich muss auf meine Sachen aufpassen. Ich muss Wege doppelt laufen. Alles so unnötig. Ja, aber so ist das. Bisschen Chaos kenne ich schon. Das werde ich wieder meistern. Mein Magen ist leer. Ich habe Hunger, Durst. Ich dehydriere. Was ich eigentlich hier sagen wollte, ich beende meine Tour und fahre zurück, weil die Vernunft siegt. Das Problem ist nur, ich soll jetzt zurück und darf mir einen neuen Schlafplatz suchen und einen neuen Erholungsort. Das heißt, es geht wieder zurück in den Wald, wo ich schon war. Vielleicht melde ich mich da nochmal. Ansonsten euch ein schönes Wochenende. Danke für alles, alle, die mich unterstützen. Und mir da auch geholfen haben, in jeglicher Hinsicht. Spenden haben mich einige erreicht. Vielen Dank. Auch alle in der Vergangenheit. Was war noch? Die ganze Unterstützung seelisch zum Verteidigen der Mensch, der Übergrifflichkeit. Auch versuchen im Herzen das zu lösen. Aber das haben so viele mitgekriegt. Und ich weiß, meine Streams sieht man und den Chat nicht. Ja, aber ja, das sind meine... meine nicht, das ist ja ein Wir, aber viele, die schon sehr lange zusehen, die haben da sehr viel mitgekriegt und sind auch Zeugen des Ganzen, wovon ich rede. Und letztendlich ist es ja auch digital abgespeichert, ne? Das kann man nachvollziehen. So, und also immer wenn irgendwas war, da wurde ich echt krass angegriffen. Ne? Also ich hatte schon überlegt, ob ich die ganzen Screenshots mal öffentlich mache, die Namen ausschwärze, weil ich niemanden niedermachen möchte und ihr einfach mal lest, was ich abkriege. Und das nicht erst seit heute. Das ist Menschen auslöschend. So brechen Menschen zusammen und ihr Lebenslicht erlöscht. Und das ist alles vermeidbar. Ich glaube an das Gute im Menschen. Begreift, dass ihr die Liebe in euch tragt, das Licht. Und wir können das Dunkle ausleuchten. Ich glaube, das klappt. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz nah dran. Aber wir müssen noch einiges dafür tun, dass es besser wird. Und das Zwischenmenschliche ist das Hauptgeding. Miteinander wieder reden können, zu seinen Gefühlen stehen,
Scham, Schuldgefühle, Angst überwinden, ins Herz finden und den schaffen wird. Was geht hier ab? Hätte nicht gedacht, dass mein Leben mal so... Oder wie geht euch das? Was für eine krasse Welt. Ich sag gerne Truman Show. Das ist so eine magische Welt und gleichzeitig passieren so viele krasse Sachen, das kann man schon gar nicht mehr ignorieren. Ja, genau. Gut. Mich schaut gerade ein Pferd an. Und damit verabschiede ich mich. Aber das soll gut sein. Ich bin raus. Und tschüss. Schönes Wochenende. Und weg.